setzen werden. Und Ihnen gilt ganz ein grosses Dankeschön. Das macht unsere Gesellschaft so wertvoll. Ich freue mich auf ganz vielfältige Musik. Und ich habe es vorher angetönt, ich persönlich werde kaum stillstehen können, wenn dann so die rhythmische afrikanische Musik kommt. Was wäre die Welt ohne Musik? Musik verbindet, Musik hilft, sich auszudrücken, Musik hilft, Probleme zu verarbeiten und Musik hilft auch, schwierige Momente zu bewältigen. Musik vermag aber auf eine ganz beeindruckende und ansteckende Weise Fröhlichkeit ausstrahlen. Entsprechend wirkt Musik sehr verbindend und ich freue mich sehr, dass das auch hier an Afro-Pfingsten uns alle hoffentlich so richtig anstecken wird. Damit rufe ich die Winterthur-Bevölkerung auf, nehmt teil an diesem tollen Anlass, taucht ein in die afrikanische Kultur, lernt Neues kennen und sind Teil von dem bunten Fest. Liebe Soka, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der diesjährigen Durchführung und hoffe, ihr findet zwischen den vielen organisatorischen, hektischen Momenten auch mal Zeit, selber einzutauchen und richtig zu geniessen. Ganz viel Spass und Erfolg der ganzen OK-Crew von Afro-Pfingsten. Danke vielmals, Anita. Ja, das Jahr ist ein spezielles Jahr, insbesondere für mich. Ich habe ja vor drei Jahren habe ich gemeint, Afro-Pfingsten sei für mich Vergangenheit. Mitte 2015 habe ich die Vorgängerorganisation als Mitarbeiter verlassen. Drei Monate später habe ich ein Telefon bekommen in Ungarn, wo ich an der WOMEX war, an der World Music Exposition, wo es ganz einen Haufen Bands hat und immer Agenten und so, wo man sich einfach so trifft. Ich habe ein Telefon über und habe gehört, Afro-Pfingsten ist Konkurs. Und dann hat das in mir einen Reflex ausgelöst. Ich habe nicht viel überlegt. Ich habe einfach gefunden, nein, das ist schade. Das soll nicht sein, nach dieser Zeit, nach 25 Jahren, dort mal Afro-Pfingsten, wo ich die ganze Zeit dabei war. Und der Impuls hat mich dann dazu bewegt, das erste Jahr 2016, dass im Namen «Eine Welt in Winterthur» wieder zu organisieren, mit natürlich entsprechenden Leuten, die mitgemacht haben. Und nachher haben wir aus der Konkursmasse den Namen Afro-Pfingsten wieder übernehmen können. Und so ist dann das letzte Jahr wieder Afro-Pfingsten gewesen. Also von dem her, ja, 29 Festival, aber 28 Afro-Pfingsten und «Eine Welt in Winterthur». Ja, ich habe eben gesagt, ich will an sich dann aufhören und habe jetzt schon wieder, das ist jetzt schon wieder das dritte Festival, das ich mitgemacht habe, aber jetzt soll es eigentlich ernst gelten für mich. Mein Kind loslassen, den Mr. Afro-Pfingsten-Hut abziehen und schauen, dass Afro-Pfingsten jetzt unabhängig und selbstständig wird. Ich werde aber weiterhin zur Verfügung stehen, ob das als Coach oder als Netzwerker oder als Helfer. Ich werde da mit dabei bleiben und im Hintergrund vielleicht mehr dafür sorgen, dass das kann weiterleben. Ich bin jetzt, oder ich werde das Jahr 64 und das heisst, irgendwie habe ich so in letzter Zeit immer wieder daran gedacht, was will ich eigentlich mit dem Resten? Ich habe den Eindruck, ich werde 100, also von dem her habe ich jetzt noch gut 35 Jahre von mir. Und da gilt es natürlich schon ein bisschen Gedanken zu machen, was kann man mit 35 Jahren noch machen? Mit dem Know-how, das man hat. Und das nimmt mich dann selber wunder, wo mich das antreibt. Das braucht aber einfach Zeit. Ich will mir die Zeit auch nehmen.
damit ich eben wieder einmal einen freien Kopf bekomme, nach 28 Jahren Afro-Pfingsten voll dabei. Habe ich das als Bedürfnis. Nebst Afro-Pfingsten, viele haben sicher mitbekommen, mit der Lancierung von «Eine Welt» 2015, Ende 2015 mit dem Verein, ist ja dann das Potenzial auch gekommen von «Eine Welt», nicht nur Afro-Pfingsten, wo an den Pfingsten traditionsgemäß in Winterthur stattfindet, sondern «Eine Welt» ist ein Thema, wo man eben auch unter einem Jahr kann organisieren kann, wo verschiedenste Themen können berühren können, die auch nicht unbedingt an Winterthur gebunden sind. Also von dem her habe ich dort schon ein paar Gedanken. Was ich ja schon gemacht habe, ist Anfang des letzten Jahres die Vortragsreihe realisiert, die heisst «Aufbruch in eine nachhaltige Welt». Und da haben wir da im Ostor schon bereits, wie viel sind es gewesen, 10 Vorträge können halten. Einen im Casinotheater mit dem Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Und jetzt morgen ist dann von dieser dritten Staffel der letzte Vortrag mit dem Martin Fosseler, der hier stattfindet. Ja, das wäre es von meiner Seite einmal. Jetzt möchten wir euch die neuen Figuren, beziehungsweise so neu sind sie auch nicht, sie sind schon da gewesen, aber vielleicht auch mehr im Hintergrund. Und da fange ich jetzt an. Ich habe mein Präsidium übergeben an Gregor Matter, wo da in Winterthur auch schon länger unterwegs ist. Herzlich willkommen, Gregor. Guten Abend miteinander. Ich bin schon lange in Winterthur, bin nicht da aufgewachsen, aber wohne seit irgendwie 25 Jahren in Winterthur und kenne Afro-Pfingsten schon ganz lange, kenne Dani schon ganz lange. Es ist, hat nicht viel gebraucht, wo Dani mich hat probiert zu motivieren, vor da 2-3 Jahren mitzudenken, mitzumachen, wie wir die Afro-Pfingsten retten. Wir haben den Verein gegründet, «Eine Welt». Wir haben ein Jahr später den Namen Afro-Pfingsten können zurückkaufen aus der Konkursmasse und haben uns entschieden, das «Eine Welt» zu behalten, weil vorher hatten wir das Problem gehabt, wenn wir etwas anderes machen wollten, nicht an den Pfingsten oder nicht mit Afro. Und das Erste, was daraus entstanden ist, das hat er dann jetzt gerade erzählt, ist die Vortragsreihe in dieser Art oder auch ganz andere Sachen können auch passieren unter dem Hut «Eine Welt». Ich bin von Anfang an dort dabei im Vorstand, das ist eine kleine Gruppe. Ich habe jetzt gerade das Präsidium übernommen vom Dani. Der Dani wird bleiben in diesem Vorstand. Er wird sich hoffentlich können um ganz andere oder die anderen Sachen kümmern und weniger mehr um die Afro-Pfingsten. Als Nachfolgerin von Dani haben wir glücklicherweise haben wir, Karin Gubler gefunden und können motivieren. Sie ist eingestiegen, jetzt Anfang Februar, mit viel Elan, mit viel Professionalität, mit ganz viel gutem Willen und Energie und auch neuen Ideen ist sie eingestiegen in die Organisation von diesem Festival. Und sie wird nach dem Festival, jetzt in 2 Wochen, oder einfach jetzt in einer Woche wird sie dann anfangen, das nächste Jahr, das 2019, machen. Der Dani hat mit 36, vor eben den 28 Jahren oder 29, ich will jetzt nicht genau rechnen, angefangen mit dieser Afro-Pfingsten in Winterthur. Jetzt ist er 63 und gibt das weiter. Der Dani hat mit dem eine lange Sache, eine konstante Sache und eine wunderbare Sache uns hinterlassen und dieser Stadt geschenkt. Wir von «Eine Welt», vom Vorstand, wir wollen uns beim Dani natürlich ganz herzlich bedanken, im Namen von euch allen, bin sicher, im Namen von der Stadt. Das Geschenk werden wir dann zur rechten Zeit noch machen. Ich mache das jetzt einfach symbolisch. Dani, wo bist du? Natürlich will es um diese Zeit Pfingstrosen sein, nicht nur.
Und ja, können sich alle denken da dabei. Ich habe mir einiges drin gedacht. Der Dani kann sich selber denken. Überlegen wir doch das. Dani, merci vielmals. Damit übergebe ich das Wort der Nachfolgerin, das ist Karin Gubler. Also, als erstes mal noch ein bisschen zu dem Daten-Durcheinander, das wir jetzt gerade hatten. Jetzt wird es einfach, wenn man eine Welt dazuzählt, dann ist es so, dass wir 2020 das grosse Jubiläum haben. Das heisst, es ist jetzt 28. Gut, soviel zu dem. Schreibe da jetzt 2020 schon mal ein. Wie gesagt, ist mein Part seit im Februar in diesem grossartigen Team können mitzuwirken. Können von Daniel ganz viel zu lernen. Es ist wunderbar, wenn ich hier willkommen geheißen worden bin. Von allen Leuten, von Ananda, von der Karin, wo im Kernteam sind und einfach eine grossartige Arbeit machen. Meine kleine Tochter hat im Vorfeld gefragt oder gemutmaßt, ob wir denn so viel zu tun hätten, wie wir so viele Stühle müssen stellen müssen. Nun, da ist nicht das Problem, wie ihr jetzt vielleicht auch seht. Stühle ist nicht unser Problem, aber es gibt viel zu tun. Das können wir machen mit ganz vielen Leuten, die mithelfen. Ich möchte aber zuerst noch sagen zu der Eröffnung, dass ich hoffe, dass ihr auch nicht nur heute da seid, sondern natürlich auch am Festival seid. Dass es euch gelingt, durch den Markt zu schlendern, Erinnerungen aufzunehmen, feine Sachen zu probieren, tolle Musik zu hören, das Tanzbein zu schwingen und in der Reithalle auch Eindrücke könnt gewinnen und vielleicht auch sogar etwas posten, eine CD oder etwas Tolles zum Daheim aufstellen. Die Erinnerungen sind es, die uns weiterträgt, wo das Altbewährte vielleicht auch mit dem Neuen verknüpft. Das ist ein Motto, der Ananda hat das letzte gebraucht. Mir gefällt das sehr gut. Es ist etwas, was unser Programm auch kennzeichnet. Der Versuch, zum altbewährten Grössen von diesem Business, von dieser World Music Szene, mit neuen Perlen zu ergänzen und so ein buntes Programm zu machen. Und das wird das Motto sein, das uns begleiten wird, wo auch das Festival weiterentwickelt werden in dieser Richtung. Ich möchte es nicht versäumen, Danke zu sagen auch allen denen, die Afro-Pfingsten am Herzen liegen. Das sind sicher sie, die alle heute Abend da sind. Ich danke für ihren Besuch. Ich danke allen Besucherinnen und Besuchern, die in den nächsten Tagen uns werden begleiten und hoffentlich dem einen oder anderen kann Hallo sagen. Ich danke unseren Geldgebern, den Sponsoren und unseren vielen, vielen Partnern. Und last but not least nochmal am Team, man kann es nicht genug sagen, den vielen, vielen Freiwilligen, die das Festival erst möglich machen. Jetzt noch schnell zum weiteren Ablauf. Es geht so weiter, dass jetzt gleich da hinten dran ist der Stefan schon dran, um den Apero zu richten. Wir haben hier ein schönes Buffet für euch. Ab 7:30 ist der Anlass offen für die Öffentlichkeit. Der VIP-Teil ist dann sozusagen geschlossen. Ihr dürft natürlich weiterhin da sein. Wir werden dann aber an der Bar euch auch ein bisschen zur Kasse bitten. Darum versorgt euch doch vorher noch versorgen mit Trinken und mit Essen. Und jetzt gerade nach meiner Rede spielt vorher Mio ein Stück, so ein bisschen als Teaser, damit ihr auch sicher bleibt zum Konzert, das dann am 8. wird sein. Ja, ich glaube, das wäre es dann gewesen. Das Buffet ist eröffnet. Coragem, cara, viajando ao de ganar, eu venei.
Thank you. Existimos, e será que se destina? Pois quando tu me desse rosa pequenina, e que és um homem lindo, que se acaso ensina, do menino feliz não se nos ilumina. Tampouco tu vai ser a lágrima no destino, apenas a matéria a vida era tão fina. E éramos olharunas em Tacaratina, a cajuína, cristalina, Teresina. Existimos, que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo, se acaso assim domine, feliz não se nos ilumina. Tampouco tu faça a lágrima no destino, apenas a matéria olha o nascente da retina, a cajuína, cristalina e Teresina. Será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, de que és um homem lindo, que se acaso assina, domine no feliz, não se ilumina. Da boca tua se a lágrima não destina, apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos olhamos na zenta da retina, a cajuína, cristalina e Teresina. Olhamos na zenta da gatina, a cajuína, cristalina e Teresina. E éramos olhamos na zenta da gatina, a cajuína, cristalina e Teresina. Muito obrigado. Bem morena, nos braços de morena, e nos
Thank you. See you later. It's all you need to see. Oh, by you. Okay. Not so much. You'll see.
Squire, huh? Very nice, very nice. You can leave your names at the entrance if you want to join our chorus. Next year we will come back with a new project. And no, I'm joking, but a very serious matter. We have our beautiful CD here if you're interested. If you don't have a copy yet, I suggest you take one home. Yes. It's people have said that their life has improved much, much, in much better ways since they had our CD. So they say so. Thank you.
Thank you.
céu e sempre queimou o meu Ceará. E sempre queimou o meu Ceará. Somebody can, maybe he's outside. Thank you.
mess you know last year.